Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Und hier in dieser Höhle der Beschwörbaren, wo wir gerade erst rausgekommen sind, da ist jetzt einer und da sagt er, ich gehe zurück in die Stadt, willst du mit? Das ist ziemlich cool, weil man kann also jetzt immer zum Land der Beschwörbaren, nehme ich mal an, einfach zurückcruisen. Wir wollen uns aber auf den Weg jetzt machen. Raus hier. Was wir ja schon vor 3 Parts oder so gemacht haben, brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Wir können einfach hier nach oben. Ist denn das nochmal hier die Stelle? Oder können wir das jetzt überall? Oder wie? Nein. Da. Hier können wir das machen. Hier geht's nach oben. Den Weg freigebohrt. Und dann ist das ja auch jetzt gar nicht mehr so weit weg hier mit dem Rattenschwanz. Ne? Das ist ja die Insel da hinten gewesen. Und da wusste ich ja nicht, was ich machen soll. Aber jetzt schon. Jetzt haben wir das. Das ist cool. Was ist denn nochmal? Hier. Hier bist du. Dies war aber die Geschichte, dass wir jetzt das andere Dings brauchen, ne? Zum Ankern oder was? Hat er das denn jetzt noch? Können wir das Fahrgerät noch ankern? Oder muss der jetzt hier fliegen? Ich verstehe es gar nicht. Kann der hier landen? Nein. Wir müssen doch wieder einen haben, der hier rüber tuckert. Wisst ihr? Sonst kommen wir hier nicht rüber. Der hat das hier runtergelassen gehabt. Also müssen wir den anderen umsteigen jetzt erstmal wieder, oder? Von unserem Flugschiff in das andere Gerät. So. Wo steht der ganze Kram? Hier. Ja, Moment. Da müssen wir hier irgendwie mal landen, oder was? Landen. Wenn du damit... Ich kann das Ding fliegen, oder... Ich weiß es alles gar nicht mehr. Schon wieder ein anderes Flugschiff. Und den nimmst du jetzt mal mit, ne? Oder? Oder? Oh Gott. Der hat ihn jetzt da runtergelassen, aber wie kommen wir da denn jetzt wieder ran? Jetzt haben wir hier beide Flugschiffe rumstehen. Und verwirrt. Irgendwie muss ich doch da jetzt rankommen können. Dieses Ding kann auf jeden Fall auch nicht darüber, aber der andere. Und das hatten wir doch mit diesem Haken gemacht. Hol den mal wieder. Drachenschund? Gibt es denn so große Drachen in Missidia? Ja, weiß ich nicht. Aber ich will jetzt das Ding haben und weiß nicht wie. Deswegen mache ich mal kurz einen Cut und erkundige mich, wo jetzt hier wieder mein Denkfehler ist mit diesen doofen Fahrgeräten. Jetzt haben wir hier 2 Flugschiffe. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man mit dem neuen das alles kann. Aber jetzt kann der wieder das nicht, ne? Das muss er aber. Sonst komme ich doch nie wieder zu der Insel. Ach, keine Ahnung. Ich guck mal nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und anscheinend habe ich einfach nur den Greiferhaken nicht ordentlich benutzt gehabt. Ich kann das also doch nehmen. Und laut Lösung soll man jetzt eigentlich ja vorher nach Baron. Das haben wir ja das letzte Mal schon ausprobiert. Aber ich möchte halt so gerne das hier erstmal erledigt haben. Und deswegen gehe ich erstmal zu dieser Insel mit dem Rattenschwanz. Und guck mir mal an, was wir da so Tolles finden. Ob Gegner oder Geschenke oder ich weiß es nicht. Ach, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ist sie denn, doofe Insel? Hier ist die Höhle. So, dann können wir ja jetzt hier das mal runterlassen. Irgendwie geht das einfach hier? Nee, ich muss das da machen, ne? Da auch nicht? Okay, wo geht's denn? Hier vielleicht? Oder da? Hast du Bock, das Schiffchen vielleicht auch wieder runterzulassen? Oder nicht so? Bin gerade verwirrt. Dass das hier schon wieder nicht gehen will. Ach, hier geht's jetzt. Okay. Merkwürdig.
Ja, dann runter mit euch. Das wird ja wohl auch gehen. Genau. Ja, war klar. Da muss man nochmal zwischendurch überrumpelt werden. Ich glaube, die tun uns nicht so doll weh. Mach die mal platt. Was verhättern die uns denn jetzt so? Die Schweinebacken hier. Die machen wir mal erstmal weg. 9.999. Lieber Schwan. So. Die letzte Schlange. Geht das noch ein bisschen schneller hier? Geht doch. Ist jetzt irgendeiner wieder hier der Edge oder was? Ist mit dem jetzt was? Oder? Ach, egal. Ich ab ins Boot. Yeah. Genau das, was wir wollten. Hier lasse ich uns runter. Und dann, was muss ich jetzt mal eben gucken, ob es allen gut geht. Von dem Edge hier. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht nochmal ein Item naschen. So, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Dann speichere ich auch direkt nochmal. Vorsichtshalber. Und dann gucke ich jetzt mal. Och Leute, wenn ich in so eine Höhle reingehen will, will ich keinen blöden Kampf noch vorher reingedrückt kriegen. Ja, und wieso dürfen die immer zuerst? Dafür müsst ihr auch sterben jetzt. Habt ihr Pech. Du kriegst sogar einen über die Rübe von Rudias Peitsche. Ziemlich cooles, finde ich, so eine Blitzpeitsche. Fast drinne und dann wird man nochmal angegriffen. Ist echt mies. Adamantengrotte, so hieß die. So. Mein Vater ist leidenschaftlicher Tierschweifsammler. Er hat hier irgendein seltenes Erz gefunden, aber daran liegt ihm nichts. Nur Tierschweife machen ihn glücklich. So. Was wollt ihr? Verschwindet aus, ihr bringt mir einen Schweif. Aber das kann man wohl ausschließen. Doch, ich hab sowas Tolles. Rattenschwanz. Ach du meine Güte, ein Rattenschwanz. Nach so einem habe ich Jahre gesucht. Was sagst du dazu, wenn ich dir dafür ein bisschen von dem Erz gebe? Ein guter Tausch? Adamantit erhalten. Okay, der will... Ach so, dann kann man dem wieder ein was geben. Und was kann ich jetzt damit machen? Wichtige Items. Ein legendäres Erz. Toll. Aha. Mit dem muss ich irgendwas machen können. Okay. Mache ich jetzt mit dem tollen Erz. Dass dem total egal ist. Was macht er denn dann hier in der Höhle, wenn dem daran nichts liegt? Vielleicht sagt der Junge ja noch was dazu. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem Zeugs mache jetzt. Kann ich das irgendwie verwenden? Wichtige Items. Benutzen. Benutzen. Nee. Da passiert dann gar nichts. Das wird hier wahrscheinlich auch irgendwo auftauchen. Aber ja, gut. Ich habe jetzt hier ein tolles Erz. Schön. Ja. Vielleicht kann man ihm sogar noch mehr geben. Irgendwie. Hier, nimm die Phönixfeder. Die will er aber nicht. Dabei ist das für mich ja auch irgendwie eigentlich, naja, eine Feder, ne? Aber ein Rattenschwanz dient anscheinend als Schweif mehr als eine Feder von einem Phönix. Aber okay. Dann nicht. Bin irgendwie gerade enttäuscht. Aber wir haben jetzt das Zeug. Muss zu irgendwas gut sein. Können die vielleicht hier in dem Dorf damit was anfangen, weil das hier in der Nähe ist? Mithril, könnt ihr was damit anfangen? Bla bla. Aber da war doch auch keiner, der sowas gesagt hat. Ja, du bist das schönste Mädchen. Hallo. Nein, ich wollte gar nicht schlafen und jetzt habe ich 500 Gil ausgegeben. Oh nö, ich dachte, es wäre ein Händler. Ich wollte einfach nur reinspaziert Dings überspringen. Oh Mann, jo. Ja, alle wieder nochmal topfit und nochmal topfit. Das hat sich jetzt eigentlich nicht so gelohnt.
Mithril. Und wir haben so ein Erzzeug. Vielleicht komme ich nochmal wieder in das Dorf. Vielleicht muss man ja hier irgendwas machen. Wir gehen jetzt erstmal nach Baron. Ich erkundige mich dann nach dem Part, was ich damit machen kann. Nehme ich das Ding mit? Eigentlich können wir das ja auch hier lassen, oder? Ich lasse das mal erstmal hier. Ich habe keine Ahnung, ob wir das noch brauchen. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach Baron. Da, wo wir eigentlich hin sollten. Und in diese Oase müssen wir doch auch. Hier, da sind doch ihre Freunde. Hier müssen wir auch mal hin. Können wir hier landen? Man kann hier nicht landen? Ernsthaft? Okay. Gut, dann nehmen wir das andere Flugschiff dann später. Dann gehen wir erstmal nach Baron. Ist ja okay. Passt schon. So, dann hier. So. Dann geht's hier lang jetzt wieder. Wir sollten in den Ostflügel damals. Da gehen wir auch wieder hin. Ich hoffe, es ist richtig, wie ich jetzt hier laufe. War das richtig hier? Da. Da lang und dann da lang. Und, bin ich total falsch? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ja. Hier kann man nämlich gar nicht mehr weiter. Och Mann, das nervt. Ah. Ich beeil mich. Schnell. Lydia, komm. Ja, wir können doch aber auch... Warte mal. Bin ich jetzt doof? Kommen wir von da, oder? Was ist denn das hier für eine Treppe? Bin ich dann doch richtig hier? Nö. Doch. Hey, ich glaube, ich bin doch richtig gelaufen. Bin ich im richtigen Trakt. Ostturm, Untergeschoss 2. Das könnte es doch sein. Ja. Yay. Da bist du ja. Mein König. Cecil, sieh mich nicht mit so traurigen Augen an. Der Dämon hat mich niedergestreckt und mich meiner irdischen Hülle beraubt. Aber mein Geist lebt fort für alle Zeiten. Meine Katze war auf dem Tisch, das ging gar nicht, musste sie anbrüllen. Ich bin jetzt ein Beschwörbarer und wenn mich die Beschwörerin, die dich begleitet, ruft, so bin ich zur Stelle und bestrafe deine Feinde. Aber der Kodex gebietet es, dass ich dich zuerst auf die Probe stellen muss. Konzentriere dich, Cecil. Odin! Oh-oh. Ja, gut, dann zack ich. Ich beschwöre mal Ramu und bete noch mal eine Runde. Und hier machen wir mal Blitzschlag. Ja. Lass dir ruhig Zeit, Odin. Da ist er auch anfällig gegen, das ist sehr gut. Und die ist mit einem Schlag tot. Das ist schön. Kannst du vielleicht nochmal so einen Blitzschlag-Angriff-Dings machen? Ich glaube, ich brauche unbedingt mal Protis, ne? Wäre schön, wenn mehr als zwei leben am Ende. Und vor allem wollte ich Ramu beschwören und genau den bringt da oben. Das ist echt gemein. Weh, du bringst sie jetzt wieder um. Zantetsuken. Oh. So. Schnell. Ich greif mal einfach an. Das kann ja nicht schaden. So, ich mach mal Protes auf alle. Ja, toll. Das hat sich wieder voll gelohnt.
Ach, wäre auch schön, wenn Rudy am Ende leben würde mit Cecil. Dann ist es mal eine andere. Der hat jetzt schon eigentlich ordentlich was eingesteckt, aber wir müssen unbedingt, unbedingt wiederbeleben. Mach schnell. Das war jetzt auf Rosa nochmal, das war blöd. Verschwendeter, ja, das war Verschwendung. Warum macht sie jetzt nicht automatisch Edge, ey? Das wäre viel besser gewesen. Ach komm, mach mal hier deine Lebenshunde. Das wird nichts. Die sterben. Die sterben mir weg hier. Wenigstens heilt Cecil automatisch gerade. Aber ja, darf ich auch nochmal? Oder nicht so Bock? Ja, danke, dass du konntest. Vielleicht lebt auch Cecil am Ende. Seht zu! Seht zu, Cecil stirbt mir gleich weg. Oh, der tötet mich jetzt. Das wird nichts. Nee, das wird nichts. Die Runde habe ich nicht geschafft. Also das, ja, der Odin. Toll. Schön, ja. Prima. Oh, wir dürfen aber hier an der Stelle nochmal machen. Das ist schön. Können wir hier irgendwie... Geht's den allen denn gut? Die sind doch alle super geheilt. Ne? Mehr kann ich eigentlich gar nicht machen. Er ist anfällig gegen Blitz, das machen wir. Ich brauche unbedingt Protes. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. So, komm. Neue Runde, neues Glück. Da ist er nochmal. Odin. Eine zweite Runde. Mach mal Hastmarsch. Auf alle und ganz schnell Protes auf alle. Und Ramu beschwöre ich. Sofort. Und schon ist sie wieder tot. Das ist so gemein. Aber wenigstens mache ich gleich Protes auf alle. Es könnte uns sehr helfen. So, jetzt sind wir mal ein bisschen schneller und mit Protoss geschützt. Gleich nochmal einen Blitzschlag drauf. Ob sie passt oder nicht, Odin. Kriegst einen reingedonnert. Darfst auch gerne mal hier wiederbeleben. Aber sie macht das schon, ne? Ja, dann mach mal. So, wieder anfällig. Beschwöre bitte endlich Ramu. Bitte. Oh, aber nicht alle gestorben. Aber daran merkt man, dass die Leute, die halt viel mehr Lebenspunkte haben, natürlich besser durchkommen. Jawohl, das war gut. Du singst mal deine Lebenshymne und du belebst sofort wieder. Jetzt müssen wir eigentlich weiter angreifen, aber unsere beiden Autsch-Angreifer sind gerade irgendwie... Ja, schön, dass du konntest. Das finde ich super. Kriegst du wenigstens noch mal einen auf den Deckel. Nein! Oh, das ist immer ein blöder, hektischer Fehler von mir, dass ich dann Erzengel mache und der nächste Phönixfeder, der geht automatisch schon nochmal auf ihn. Das ist vergeudete Zeit. Leider. Und das kann einem echt ganz viel stehlen. Ja.
Na, wirst du das überleben? Schön. Alle wieder tot. Oh Mann, ist das ein schwieriger Kampf. Echt jetzt mal. Ja, du darfst wieder angreifen, dein blödes Ding, damit ich gleich eh sterbe. Dabei glaube ich immer, dass ich so kurz davor bin, eigentlich an der Stelle schon, ihn wiederzubeleben. Ja, das glaube ich. Vielleicht, wenn ich ihn jetzt angegriffen hätte, wäre er schon tot. Ich weiß es nicht. Warum heilt er nicht? Komm, ich greife an einfach. Komm, greif einfach an. Nee, das wird wieder nichts. Boah, ey. Muss ich, wie viel Level muss man haben, um den zu besiegen? Ich weiß es nicht. Bin eigentlich gut dabei, finde ich. Ich versuche es nochmal im nächsten Part von Final Fantasy 4 mit Odin. Mal gucken, was ich wieder rausbekomme an Tipps oder so. Ich denke, Protes ist eigentlich schon sehr hilfreich. Und das ist, glaube ich, wieder automatisch weg gewesen, sobald einer gestorben ist. Aber um Protes zu machen, muss Rosa leben und so weiter. Es ist halt so eine blöde Kettenreaktion, die dann immer entsteht. Wenn man so einen guten, eine gute Runde hat bei Final Fantasy, dann klappt das auch gut. Immer heilen und Protes und heilen und angreifen und so. Und wenn dann aber einer stirbt, der voll wichtig ist, dann versucht man sich da wieder rauszuwinden. Und ja, dann kommt so ein Fehler wie mit Phönixfeder und zack ist man irgendwie. Ja, es muss sitzen, es muss klappen, sonst gewinnt man den Kampf nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.